Der beliebte Inselzirkus Mignon kommt 2023 nun wohl doch nicht auf die Insel. Auf der Inselzirkus-Webseite wird der Restart 2023 noch angekündigt. Nach einem aktuellen Bericht der Sylter Rundschau werden die Zelte auf dem Wenningstedter Campus nun wohl aber doch nicht aufgestellt. Demnach konnte die Finanzierung des Inselaufenthaltes für 2023 nicht gesichert werden. Das Sylter Bürgernetzwerk Merit Reichts wehrt sich in einem offenen Brief gegen die Beschneidung von Bürgerrechten. Die Kritik richtet sich insbesondere gegen ein geplantes Landesgesetz, das Beteiligungsmöglichkeiten der BürgerInnen, konkret das Instrument Bürgerbegehren, in Zukunft erschweren bzw. unmöglich machen soll. Außerdem soll die Präsenz kleiner Parteien in kommunalpolitischen Gremien eingeschränkt werden. Auch der Kreistag Nordfriesland hat sich gegen das geplante Gesetz ausgesprochen.